Für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit auf breiter gesellschaftlicher Basis wird das gleichnamige Bündnis Anfang des Jahres gegründet. Auf der Kundgebung vor der Großen Kirche setzen mehr als 1000 Demonstranten ein starkes Zeichen gegen Fremdenhass und rechte Tendenzen. Seit der Vertragsunterzeichnung im Jahr 2013 hat die Region darauf gewartet. Im März dann war es soweit, der IKEA-Markt in Wulsdorf wurde feierlich eröffnet. Unter Applaus strömten die bereits wartenden Kunden gespannt in das Möbelhaus. 40 Millionen Euro wurden hier investiert und 150 Arbeitsplätze geschaffen. Damit die Vergangenheit nicht vergessen wird, zum 70. Jahrestag gedachten geladene Gäste, Bürgerinnen und Bürger dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dessen Opfern vor der Großen Kirche und im Stadttheater. 2015 war Wahljahr für Bremerhaven. Für die Stadtverordnetenversammlung brachte das eine Veränderung. Mit einer Wahlbeteiligung von nur knapp 38% wurde die bestehende Koalition aus SPD und Grünen abgewählt. SPD und CDU gingen stattdessen an den Start. 11 verschiedene Parteien, Gruppen und Einzelabgeordnete sitzen nun im Stadtparlament. Und noch etwas hat sich geändert. Brigitte Lückert ist als Nachfolgerin von Arthur Beneken die neue Stadtverordnetenvorsteherin. Bedeutendes Jubiläum und maritimes Ereignis. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger feierte ihr 150-jähriges Bestehen. In Bremerhaven präsentierte sich die DGZRS über mehrere Tage mit Partnern und Einsatzkräften aus vielen verschiedenen Ländern. Studentenleben in Rheinkultur. Das traditionelle Kutterpullen und die beliebte Hochschulfete zogen auch in 2015 wieder mehrere tausend Gäste in bunter Feierlaune an. Also ich fand im Jahr 2015 die Sail im August besonders schön. Das Wetter hat mitgespielt, es war eine ganz atmosphärische Veranstaltung. Die Besucher waren alle zufrieden. Das ist mal ganz wichtig für die Stadt, eben so ein positives Signal zu bekommen. Ich befürworte den Bau des Offshore-Terminals Bremerhaven. Ich hoffe allerdings auch, dass das Ziel erreicht wird, die Nutzung der erneuerbaren Energien voranzubringen, weil sie letztendlich alternativlos sind. Ich finde es gut, dass Bremerhaven mit diesem Projekt dann ein bedeutenderer Teil dieses Prozesses wird. Was mir 2015 ganz besonders aufgefallen ist, wie viele Familien mit ihren Kindern hier gerade in Lehe am Rande der Armutsgrenze leben müssen. Ausschlaggebend für 2015 war auf jeden Fall die Sail in Bremerhaven, finde ich, weil es war wieder mal ein großes Event für Bremerhaven und es waren eine ganze Menge Leute da. Es war voller, als es je war. Es war ein schönes Feeling und viele, viele Schiffe, die man besichtigen konnte. Das Ereignis dieses Jahres war die Straßenfest, weil alte Bürger hatten sehr viel zu bieten gegenüber den Jahren davor. Es ist sicher geworden, es ist sauber geworden. Danke unserer Straßenmeister. Es geht voran an der Forschungs- und Entwicklungsmeile. Der Neubau des Von-Thünen-Institutes für Seefischerei und Fischereiökologie im Fischereihafen nimmt sichtbar Gestalt an. 35 Millionen Euro werden hier vom Bund investiert. Mitte 2017 sollen die rund 150 Beschäftigten einziehen. Mit der Eröffnung des Nordseehotels hat der Theodor-Heuss-Platz sein Traditionshaus in neuer, moderner Gestalt zurückerhalten. Das Südende der Fußgängerzone hat damit einen neuen gastronomischen Anker. Bremerhaven wächst. Auch in 2015 wurden weiter neue Baugebiete ausgewiesen. Neben Reinkenheide 2 und anderen gehört dazu auch das Waldviertel in Leerheide. Die Gewoba erschließt hier insgesamt rund 100 Grundstücke, gut die Hälfte davon ist bereits verkauft. Die AFZ-Quartiersmeisterei Lehe, gefördert durch die EU und den Magistrat, hat sich in 2015 etabliert und die Bürger nehmen uns mittlerweile als vertrauensvoller Ansprechpartner wahr. Eigentümer investieren in die Erhaltung ihrer Immobilien. Für Kreative und Studenten werden Häuser saniert und Anreize geschaffen, im Stadtteil zu wohnen und zukünftig kreativ zu sein. Ein zweites Mehrgenerationenhaus ist entstanden und das Goethestraßenfest 2015 war ein voller Erfolg. Denn es hat gezeigt, dass Lehe ein internationaler und lebenswerter Stadtteil ist. Das zeigt sich auch an verschiedenen Projekten, die den Stadtteil Lehe weiter voranbringen.
Dazu gehört der Neubau der Stehwock an der Lutherstraße, ebenso wie das Projekt Nachbarschaftliches Wohnen in der Goethestraße 43, seit 10 Jahren eine Erfolgsgeschichte. Insgesamt rund 120.000 Zuschauer und 40 Filme. Die Kultveranstaltung Kino im Hafen feierte im vergangenen Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Mit vielen Freiwilligen, großem Einsatz und Unterstützung von Sponsoren sowie der Stadt Bremerhaven wurde auch das runde Geburtstagswochenende im August zu einem vollen Erfolg. Schön, schöner Sail Bremerhaven. Das größte maritime Festival an der norddeutschen Küste hat im vergangenen Jahr rund 1,2 Millionen Menschen begeistert. Die Seestadt präsentierte sich mit bester Stimmung und Gastfreundlichkeit von ihrer schönsten Seite. Mehr als 200 Traditions- und Großsegler sorgten für ein unvergessliches Ereignis. Große Freude und positive Entwicklung im Schiffbau. Die Lloyd-Werft hat seit dem Jahreswechsel mit der malaysischen Genting Group einen neuen finanzstarken Eigentümer. Die Investoren wollen Kreuzfahrtschiffe auf der Werft bauen. Die Belegschaft soll dafür verdoppelt werden. Das Land investiert zunächst 33 Millionen Euro in die nötige Kajensanierung. Gute Entwicklung auch am Kreuzfahrtterminal. Mit der Norwegian Escape wurde die Endausrüstung von Kreuzliner-Neubauten der Papenburger Meierwerft auch in 2015 fortgesetzt. Bereits im März soll die Ausrüstung der 348 Meter langen Ovation of the Seas folgen. Durch neue Kreuzfahrtkunden wie Mein Schiff rechnet der Terminal in 2016 mit rund 93.000 Passagieren, im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von rund 40%. Die gesellschaftliche Herausforderung ist riesig, weil es auch so ein, im Grunde ein Fass ohne Boden ist. Es kommen ja immer noch so an die 130, 150 Flüchtlinge in der Woche dazu, sodass die Aufgabe auch im neuen Jahr sicherlich bestehen bleibt. Wir sind in der glücklichen Lage, dass die Bremerhavener Gott sei Dank gesagt haben, ich will helfen, ganz, ganz viele. Darüber sind wir sehr positiv überrascht, wie viele gesagt haben, ja komm, wir wollen helfen, wir haben die Zeit, wir haben die Muße. Uns ist völlig egal, wo die Leute herkommen, was passiert ist, wo die Reise hingeht. Wir wollen in Bremerhaven helfen. Ich heiße Walid Al-Sulaiman, ich komme aus Syrien, Homs Al-Hula. Ich bin 27 Jahre alt, ich bin Arzt. Als Internist in Damaskus. Die Menschen hier sind nette, helpful, freundlich. Die Stadt ist schön. Ich wünsche Arbeit in Reinkenheide als Internist und Deutsch sprechen. Flüchtlinge, das große Thema in 2015. Dank des Einsatzes der vielen Ehrenamtlichen, der guten Zusammenarbeit der Ämter und dem Willkommen in der Seestadt konnte bisher allen Flüchtlingen eine menschenwürdige Ankunft und auch Unterkunft geboten werden. Dass das so bleibt, ist auch in diesem Jahr eine große Herausforderung für die Stadt Bremerhaven. 5 Millionen Euro investiert die Nordsee GmbH in ihre neue Firmenzentrale im Fischereihafen. Inzwischen wurde bereits das Richtfest gefeiert. Pünktlich zum 120-jährigen Bestehen des Unternehmens am 23. April dieses Jahres soll der Neubau fertig sein. Die Nationale Maritime Konferenz mit mehr als 800 Teilnehmern aus dem gesamten Bundesgebiet war einer der Tagungshöhepunkte des vergangenen Jahres. Redner und Gäste wie Bundeskanzlerin Angela Merkel und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel waren dabei. Mit Forderungen zur Vertiefung von Weser und Elbe, dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur sowie der Förderung von Schifffahrt und Schiffbau setzte die Konferenz eindeutige Signale. Weltpremiere. Im Oktober wurde der neue Teststand für Windradgeneratoren des Fraunhofer Instituts offiziell in Betrieb genommen. Seine Leistungsstärke ist weltweit einmalig. Bund, Land und Fraunhofer haben 35 Millionen Euro investiert. Der Offshore-Terminal Bremerhaven kommt. Pünktlich mit dem Planfeststellungsbeschluss am 30. November 2015 wurde mit dem Bau begonnen. Der Umschlagsplatz für Windenergieanlagen am Blexer Bogen soll spätestens 2020 in Betrieb gehen. Zu spät für den Siemens-Konzern, der sich deshalb im vergangenen Jahr für den Bau einer Fabrik in Cuxhaven entschieden hat. Für Bremerhaven zählt dabei der regionale Zugewinn von Arbeitsplätzen durch alle Investitionen in die Windkraft, auch als Perspektive für die weiterhin hohe Zahl von Langzeitarbeitslosen.
Bremerhaven im Fokus des Deutschlandtourismus. Erstmals hat der Deutsche Tourismustag in der Seestadt getagt. 380 Teilnehmer aus ganz Deutschland genossen das interessante Programm, das maritime Essen und die Verleihung des Deutschen Tourismuspreises. Als Jobmotor der Region liefen die Häfen in Bremerhaven in 2015 rund, auch wenn es im Vergleich zum Vorjahr leichte Rückgänge beim Umschlag gab. Gründe hierfür waren unter anderem wirtschaftliche Schwierigkeiten in China. Trotzdem glänzte zum Beispiel der Autoumschlag mit 187.000 verladenen Fahrzeugen im Juni, der höchste Wert seit dem Beginn des Autoumschlags in Bremerhaven. Wiedereröffnung nach gut einjähriger Reparatur. Seit Anfang Dezember kann die Kaiserschleuse als Zufahrt zu den Überseehäfen wieder benutzt werden. An den Rolltoren der 2011 ausgebauten Schleuse waren Schäden aufgetreten, die aufwendig repariert werden mussten. Die Kosten rund 10 Millionen Euro. Die Hafengesellschaft Bremen-Ports verhandelt mit den Baufirmen, wer den Schaden bezahlt. Stimmungsvoll und feierlich war der Abschluss des vergangenen Jahres. Mit dem Beginn der Bremerhavener Weihnachtswelt war es an der Zeit, die Tage langsam etwas besinnlicher angehen zu lassen. Sich mit Freunden, Familie und Kollegen zum gemeinsamen Jahresausklang bei Glühwein, Kakao und guter Laune zu treffen.